Herzlich willkommen zu Plenum TV hier bei München TV. Die letzte Plenarsitzung vor den bayerischen Kommunalwahlen wurde natürlich genutzt, um noch einmal grundsätzliche Positionen und populäre Maßnahmen zu platzieren. Dazu gehörte auch die Neuregelung des Abgeordnetengesetzes. Über alle Parteigrenzen hinweg setzt man jetzt auf Transparenz und Kontrolle durch den Rechnungshof. Bayern verfügt jetzt über eines der schärfsten Abgeordnetengesetze. Wir können es unter das Motto stellen: Wir wollen Transparenz schaffen. Mit einem besonderen Ethos vorangehen. Ein Abgeordnetengesetz sorgt für Transparenz und für klare Regeln. Ein weiteres Thema wird kontrovers gesehen. Die SPD will öffentliche Aufträge zukünftig nur an Tarifpartner erteilen lassen. Kein Lohndumping auf öffentlichen Baustellen, heißt es. Wir Grüne kämpfen ja schon seit Jahr und Tag dafür, dass es endlich einen gesetzlichen Mindestlohn gibt. Und wie überall sollte natürlich die öffentliche Hand auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und wenn die öffentliche Hand Aufträge vergibt, sollte sie sich diese Unternehmen genau anschauen, aufgrund zum Beispiel deren ökologischen Standards, aber auch diesen sozialen Standards. Nur wie das technisch erfolgt, ob das mit einem Gesetz erfolgt, ob man das machen soll, bevor es den gesetzlichen Mindestlohn, den die Große Koalition vereinbart hat, bereits vollziehen muss, wo man noch gar nicht weiß, wie der im Detail dann aussieht. Das sind alles Fragen, die diskutiert werden. Der SPD-Gesetzesantrag zu Mindestlöhnen bei öffentlichen Ausschreibungen wurde abgelehnt. Ein weiteres Thema betrifft das Instrument der Volksabstimmung. Die Freien Wähler wollen sie in die Verfassung aufnehmen lassen. Stichwort: mehr Bürgerbeteiligung an der politischen Willensbildung durch Volksabstimmungen. Sind denn Volksabstimmungen ein geeignetes Instrument, um die Bürgerbeteiligung in Bayern zu stärken? Ich meine auf alle Fälle ja. Die Volksbegehren und Volksentscheide, die uns die bayerische Verfassung vorgibt, haben sich bewährt. Wir haben viele Themen vorwärts gebracht, wo der Bürgerwille noch stärker zum Ausdruck gekommen ist, als das durch das Parlament jemals hätte passieren können. Wir finden den Gesetzentwurf von den Freien Wählern in einigen Punkten sehr gut, also dass zum Beispiel die Initiative von unten kommen kann, dass Bürgerinnen und Bürger selber eine Volksabstimmung initiieren können. Aber ein paar Punkte finden wir auch noch nicht so gut und kritisieren bzw. müssen in dem weiteren Gesetzgebungsverfahren auch noch weiter damit den Freien Wählern verhandeln und diskutieren. Das war Plenum TV mit den aktuellsten Themen und Meinungen aus dem Maximilianeum hier bei München TV.